Umweltpioniere. Und da habe ich meinen Artikel geschrieben und habe gedacht, eigentlich muss ich mehr machen. Ich mache so viel in Afrika, aber momentan ist es einfach notwendig, sich auch wieder in Deutschland einzumischen. Weil so viele Veränderungen anstehen und weil klar ist, wenn so viele Veränderungen in so kurzer Zeit kommen, dann müssen wir dafür werben, für diese Veränderungen, und dann müssen wir da versuchen, auch viele Menschen zu gewinnen. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch gesehen in Afrika, was das heißt, Klimakrise, was das schon bedeutet, Extremwetter für die Menschen dort. Da sind 1,2 Milliarden Menschen leben in Afrika. Die Hälfte davon hat keinen Zugang zu Strom. Keinen Zugang zu Strom. Was das bedeutet, Licht, was wir alles hier haben als ganz normal, Kaffeemaschine morgens, alles gibt es für diese Menschen nicht. Und das eigentliche Problem ist, dass sie schon erheblich mehr unter der Klimakrise leiden. Also wir haben wirklich Extremwetter im Osten Afrikas die letzten Jahre gehabt. Eine Dürre, die noch nie da war und die Zehntausende von Menschen das Leben gekostet hat. Und danach aber Sturzbäche. Ja? Danach kam die Überflutung, kam das Wasser einfach viel zu sehr. Die Welthungerhilfe hat mittlerweile Zahlen zusammengestellt, dass ungefähr knapp ein Viertel der Bevölkerung in Afrika mittlerweile Hunger leidet. Also 281,6 Millionen Menschen haben sie dargestellt. Und wir erleben auch, dass gerade nach der Pandemie, ja, und nach der Erhöhung der Preise für Energie, dass wirklich für ganz viele Menschen in Afrika einen absoluten Abstieg, wirtschaftlichen Abstieg bedeutet, eben dahin, dass sie ja, schon schauen müssen, dass sie überhaupt genug Geld haben, um zu überleben. So, und auf diesen Klimakonferenzen haben wir ja gerade, weil genau diese Länder ja auch den Klimakonferenzen mit dabei sind, aber nicht nur die Länder in Afrika, sondern eben auch die im pazifischen Raum, ist ja in Paris damals beschlossen worden, dass man deutlich unter 2 Grad Erwärmung bleiben will und 1,5 Grad Erwärmung nicht überschreiten möchte. Und auf dieser Klimakonferenz, das ist ja die damalige, war 2015, jetzt hatten wir 2023, also 8 Jahre später, da hat man schon wieder gemerkt, Vereinigte Arabische Emirate, wie Öl- und Gaslobbyisten dort waren und wieder für Fossile geworben haben und versuchten wieder ganz viele Schlupflöcher zu finden, um dann doch weiterzumachen zu können, wie sie das bisher hatten. Aber was wir erleben auf diesen Klimakonferenzen, und das erleben wir zunehmend hier auch in Deutschland, dass es eben nicht nur um Geld geht, um CO2 zu minimieren. Das ist ja der erste Ansatz, dass wir wirklich zu einer nachhaltigen Entwicklung kommen und nicht immer mehr die Klimakrise verschärfen, sondern dass es immer mehr auch um Gelder für Anpassung geht. Weil in diesen Ländern, wir haben das ja auf den Philippinen mit den Hurricanes oder den Tornados oder in dem Fall den Taifun, haben wir das ja erlebt, was Überflutungen bedeuten oder Dürren bedeuten. Und es geht immer mehr um Schäden und Verluste, weil diese Menschen dort natürlich auch merken, dass sie dramatische Schäden und Verluste haben durch die Klimakrise. Also das ist mittlerweile etabliert, aber wenn wir in Deutschland gucken, laufen wir in genau dasselbe Problem rein. Nicht so früh, wie das die Länder des Südens waren, aber auch jetzt auch. Wir hatten die Überschwemmung in der Elbe, jetzt im Ahrtal vor einigen Jahren mit so vielen Toten. Aber wir haben es natürlich auch vor 1,5 Jahren gehabt mit den ganzen Dürren in Frankreich, Spanien. Der Rhein hatte kein Wasser und Italien hatte erst die Dürren und dann die Überflutung. So, und das hat dann die ganze Ernte kaputt gemacht. Und das bedeutet am Ende, wenn der Rhein kein Wasser hat und wenn die Lebensmittel oder die Materialien nicht transportiert werden können, höhere Kosten. Das bedeutet, wenn die Bauern am Po ihr Gemüse und ihr Obst nicht ernten können, höhere Kosten, ja, für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Also de facto erleben wir heute schon, dass praktisch alle betroffen sind und wir merken, dass es nicht mehr funktioniert, immer zu helfen. Ja? Am Anfang hieß es noch, jetzt kommt der Wumms. Und danach kam der Doppelwumms.
Ja, so, aber wenn wir jetzt die letzten Punkte uns anschauen, in Schleswig-Holstein oder jetzt auch in Niedersachsen, also da die Ostsee in Schleswig-Holstein mit den Überflutungen, jetzt die Überschwemmungen, insbesondere in Niedersachsen, aber auch in Teilen von Ostdeutschland, da war da nicht mehr so viel mit Wumms und Doppelwumms. Da hat man irgendwie gesagt, ja, wir können helfen, aber man merkt, man kommt nicht weiter. Man kann nicht immer wieder noch einen draufpacken. Das ist einfach zu viel Geld. Und am Ende bleiben diese Schäden eben doch bei den Menschen, die dafür eigentlich genauso wenig oder genauso viel können wie die Durchschnittsbevölkerung. Ja, also es kann jeden treffen. Das hätten die Leute in Niedersachsen oder an der Ostseeküste nicht gedacht, ja, dass sie plötzlich ihr Eigentum verlieren oder ganz viel beschädigt wird. So, und was wir merken ist, dass eine Krise auf die andere folgt. Also, und immer haben diese Krisen eigentlich damit zu tun, dass wir Menschen bestimmte Grenzen überschreiten. Ja, zu gierig sind, zu ausbeuterisch sind. Wenn ich jetzt einfach nur die letzten 15 Jahre zusammenzähle, dann hatten wir da die Finanzkrise, dann haben wir die Eurokrise, danach kamen sehr, sehr viele Flüchtlinge, weil die hatten natürlich die Auswirkungen dann auch erlebt und konnten in ihren Ländern da auch nicht mehr ausharren. Aber auch durch die Kriege, die wir mit kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir mittlerweile erlebt haben, dann kam die Corona-Pandemie. Auch das hat ja damit zu tun, dass man immer stärker Richtung, ich sag mal, dem letzten Stück Wald oder immer stärker Regionen beansprucht, die früher mal wilde Tiere hatten oder diese Tiere sozusagen für die Ernährung brauchen. Und die Veterinäre bei mir im Ministerium haben schon damals gesagt, die nächste Pandemie droht und sie wird in China ihren Anfang nehmen. Das, weil einfach die Menschen in China so dicht bevölkert sind, also haben gesagt, mit großer Wahrscheinlichkeit wird es in China ihren Anfang nehmen, weil die eben sehr nah auch mit den Tieren zusammenleben. Also immer mehr nehmen wir in Anspruch, immer weniger lassen wir für die Natur. Und irgendwann mal merken wir einfach, dass wir die Resistenz für bestimmte Krankheiten, die mit einschleppen, nicht mehr haben. Also auch die Corona-Pandemie, die uns ja wirklich 2 Jahre dramatisch beschäftigt hat. Aber es gibt auch ganz andere Entwicklungen, die uns wirklich ganz viele, gerade auch von den Älteren, nerven. Also es ist die Digitalisierung, ja. Da ist man da schon manchmal, denkt man, eigentlich war es manchmal auch ein bisschen einfacher, weil man das nicht alles hat. Aber es ist auch in Zukunft, kommt auch hinzu, die künstliche Intelligenz, ja, was die meisten noch überhaupt nicht erfasst haben, aber was eine Riesenveränderung bringen wird. Und wir merken natürlich auch eine Überalterung der Gesellschaft. Ja, wir haben weniger Schwung in der Gesellschaft. Wenn ich da in Afrika bin, dann bin ich in den Ländern, wo die Hälfte der Bevölkerung 18 Jahre und jünger ist. 18 Jahre und jünger, die Hälfte der Bevölkerung. Ja, da kann man sich, also erstmal kann man sich überlegen, wie die agieren. Die haben ihre Cellphones, also ihre Mobilhandys, die haben gar kein Bankkonto mehr. Die machen alles sozusagen über dieses Handy. Die arbeiten da vollkommen anders, auch digital natürlich, auch Solar Home Systems, die werden irgendwann mal aus Deutschland gesteuert. Funktionieren die, kann man die verändern, hat derjenige auch seinen Beitrag bezahlt, ja. Also das heißt, da ist eine ganz andere Welt, die für uns immer noch, auch mit unserem Altersdurchschnitt, schon sehr ungewöhnlich ist. Die sind in vielen dieser Sachen einfach weiter als wir. Aber wir merken auch, dass auf dieser Welt ganz bestimmte Machtblöcke ins Ungleichgewicht geraten. Also die G20-Länder sagen einfach, wir können das nicht mehr akzeptieren, dass ihr da mit G7 diese großen Ansprüche da stellt. Wir wollen mithalten. Auch das führt natürlich zu kriegerischen Auseinandersetzungen und zu Krisen, die wir hier erleben. So, und das, was mich in diesem Buch eigentlich besonders berührt, ist, dass wir wirklich systematisch die planetaren Grenzen überschreiten. Ja, es gibt von Rockström und anderen Wissenschaftlern einfach 9 planetare Grenzen, von denen sie einfach sagen, die müssen bewahrt werden. Wenn wir die überschreiten, dann bedingen sich auch die Schäden gegenseitig. Und dann ist es auch so, dass wir wirklich unsere Lebensgrundlage, die Lebensgrundlage nicht des Planeten, der wird weiter existieren, aber unsere eigene Lebensgrundlage der Menschen auch in Frage stellen. So, und das ist einmal beim Klima, bei der Klimakrise haben wir das überschritten. Bei der Artenvielfalt sind wir ganz im roten Bereich.
Wir haben ein riesen Nitrat- und Phosphatproblem. Wir haben die Degradierung der Böden, die immer dramatischer wird. Und jetzt ganz neu, das war nach meinem Buch, nachdem es sozusagen schon abgegeben war, jetzt auch, dass Sie gesagt haben, weitere Grenzen sind überschritten, nämlich die Abfälle. Also vom Atomabfall über Chemieabfälle, Plastik, was auch immer. Und auch Süßwasser, was zunehmend gefährdet wird. Und dass wir einfach ein ausbeuterisches Leben hier, ausbeuterische Wirkung haben als Menschen, das merkt man auch daran, dass dieser Erdüberlastungstag schon uns dramatisch vor Augen führt, wann wir mehr von dieser Erde entnehmen, als die Erde wieder ausgleichen kann. Ja? Das ist eigentlich so, als ob wir an einem Kranken eine Leistung abverlangt, die ein Gesunder noch gar nicht erbringen könnte. Ja? Und jedes Jahr wieder. So, die Erde wird eigentlich immer kränker, weil sie es nicht schafft, wirklich diese Entnahme, dieses ausbeuterisches Wirtschaften, was wir da zutage legen, zu reparieren. So schnell kann die Erde das nicht. Ja? Und dieser Erdüberlastungstag ist ja weltweit, so Ende Juli. In Deutschland ist er Anfang Mai und NRW ist er Anfang März. Ja, das muss man auch immer wissen, dass wir natürlich durch unsere Industrie hier besonders viel dazu beitragen, sozusagen der Erde zu entnehmen. Aber was wir uns vor Augen führen müssen, ist eigentlich, dass diese Ausbeutung und diese Dramatik sich erst in den letzten, würde ich sagen, 75 Jahren vollzieht. Also eigentlich 70, 75 Jahren, man kann sagen, seit 1950. Ja? So, das heißt, alle, die so in den gut 70ern sind, seit deren Leben, ja, hat sich diese besondere Ausbeutung vollzogen. Wir haben von dem ersten Teil der Industrialisierung, also sagen wir auch von 1900 bis 1950, sind zum Beispiel die Autos haben sich vervierfacht. Aber seit 1950 haben sie sich verzehnfacht. Und dieses, was so Exponentialkurven sind, die steigen erstmal so langsam an und dann werden sie immer höher und immer schneller. Das ist nicht nur bei der Autoproduktion, sondern bei Zement, bei Stahl, bei ganz, ganz vielen Punkten erleben wir, dass seit 1950 da eine dramatische Verschlechterung für die Erde, für die Situation in der Erde stattfindet, weil wir immer mehr wachsen und immer mehr einfach auch produzieren. Und das gilt natürlich auch für die Klimakrise. Wir hatten vorindustriell lange Zeit so 280 ppm CO2 in der Atmosphäre. Das ist dann 1950 auf 310 gestiegen, also kann man sagen um 10%. Okay, ist noch nicht gut, aber kann man vielleicht noch verkraften. Aber seit 1950 ist es jetzt von 310 auf fast 420 gestiegen. Ja, also nochmal 30% mehr. So, und das ist das, was wir momentan erleben, auch mit den Extremwettern. Das ist ja nicht sozusagen die Erwärmung, die jetzt gut ein Grad beträgt, sondern vor allen Dingen die Extremwetter, die uns hier wirklich drücken. So, und wenn man sich das mal klar macht, 4,6 Milliarden Jahre hat es gebraucht, ja, bis wir heute hier auf dieser Erde so leben, wie wir hier leben können. 4,6 Milliarden Jahre. Vor 6 Millionen Jahren hat sich der Schimpanse vom Menschenaffen getrennt. Ja? Vor 300.000 Jahren gibt es den Homo sapiens. Also da hat sich das Gehirn so entwickelt, dass wir uns vom Menschenaffen sozusagen entfernt haben. Und 250 Jahre ist ungefähr die Industrialisierung her. Ja, und man kann sagen, eben wie ich gesagt habe, eine systematische Überforderung seit 75 Jahren. So, also 4,6 Milliarden zu 75 Jahren. Und nun kann man sich überlegen, in den 75 Jahren, wo es ja in vielen Bereichen immer schlimmer geworden ist in den letzten Jahren, das kann ja nicht so weitergehen. Und das kann auch nicht mehr lange so weitergehen. So, das heißt, die nächsten 10 Jahre werden entscheidend sein, was passiert jetzt eigentlich bei der Klimakrise? Werden die Kipppunkte erreicht? Also bekommen wir wirklich dramatische Entwicklungen, die wir überhaupt nicht mehr reduzieren können? Und diese 10 Jahre, wenn ich die Leute mal so frage, wollt ihr denn die nächsten 10 Jahre noch leben? Ja, klar. Ja, also eigentlich hat doch jeder eine Perspektive, das eigentlich noch hinzukriegen. So, und das sind aber die entscheidenden,
wie es dann auch weiter wird. Und wir merken ja, dass wir mitten in der Klimakrise sind. Wir merken das durch die Extremwetter. Auch heute mit dem Schnee. Es ist ja nicht so, dass es immer nur wärmer wird. Es ist einfach so, dass es extremer wird. Weil einfach der Wetterausgleich nicht mehr so da ist und weil bestimmte Strömungen über lange Zeit in bestimmten Bereichen immer sozusagen stehen. Und dadurch bekommen wir halt die Überflutung, dadurch bekommen wir die Hitzen oder dadurch können wir, wenn es eben aus Norden kommt, auch schon mal ganz viel Schnee und durchaus auch Kälte bekommen. In Iowa haben wir ja mitbekommen, war es jetzt minus 25 Grad und mehr. Und auch in Skandinavien hatten wir ja Temperaturen von minus 40 Grad in diesem Winter. Also von daher, ja, also die Wetterextreme sind auch hier angekommen, nicht nur in Afrika. Und da komme ich eigentlich auch zu dem, was wir dieser Erde antun. Garzweiler 2, auch Hambach, ja. Es ist einfach so, dass wir Riesenlöcher da gebuddelt haben, dass wir das Trinkwasser da gesümpft haben, ja, mit einem großen Kegel. Wie will man eigentlich diese feuchte Braunkohle, ja, wie will man da eigentlich Energie draus schöpfen? Das kann man nur, indem man wirklich mit einem riesen Kegel Wasser erstmal dem Erdreich entzieht. Und das tangiert dann sogar Mönchengladbach und andere Regionen hier, was eher Wasserhaushalt angeht. Das heißt, wir haben den gesamten Wasserhaushalt hier im Rheinischen Revier haben wir auf den Kopf gestellt. Also, und wir haben Tausende von Menschen umsiedeln müssen, weil eben an diese Braunkohle rangegangen worden ist. Und wir haben so interessante Effekte, die meistens gar nicht so diskutiert werden. Zum Beispiel, dass wir festgestellt haben, dass in bestimmten Flüssen hier tropische Fische sind. Ja? Weil das Wasser, was gesümpft wird, ist ja warm. Und wenn man das dann in die Flüsse einleitet, ist es immer noch wärmer als das normale hier. Und wenn irgendjemand da mal sein Aquarium ausleert, weil er in Urlaub fahren will, dann können die Fische sich hier eben auch halten. Also von daher haben wir wirklich den Naturschutz ein Stück auf den Kopf gestellt. Und wenn man sich überlegt, dass man diese Braunkohlenfelder aus dem Weltall sehen kann, dann ist das schon ein dramatischer Eingriff, der hier passiert ist. Ich wohne ja im Ruhrgebiet. Auch da mit dem Abbau der Steinkohle sind ja ähnliche dramatische Veränderungen auch einhergegangen. So, und deshalb ist es eigentlich gut, dass wir in diesem Jahr endlich es geschafft haben, wirklich die erneuerbaren Energien richtig nach vorne zu bringen. Es ist das erste Jahr, dass wir wirklich dramatisch auch die Braunkohle zurückgefahren haben. Das ist immerhin um Viertel ungefähr zurückgefahren worden und hat jetzt einen Stand, je nach Bruttostromproduktion oder verschiedenen Zahlen, die man da nimmt, aus den 60er Jahren. Also Bruttostromproduktion von 1963. Ja? Und das ist schon enorm. So, und da muss man auch immer eigentlich sagen, was haben wir eigentlich Gutes getan, als wir damals das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz, hier eingeführt haben. Aus meiner Sicht ist das das größte Geschenk, was wir dieser Welt gemacht haben. Ja, dass wir gesagt haben, wir finanzieren die Technologie von Photovoltaik und Windkraft. Das haben wir ja gemacht durch unseren Strompreis. Ja? So, und wir haben zwei Sachen damit gemacht. Wir haben endlich das Instrument, um die Klimakrise zu besiegen. Und wir haben damit die Möglichkeit geschaffen, gerade in Ländern des Südens, Menschen dort in Afrika zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, auch an erneuerbare Energien und damit Strom ranzukommen. Weil Photovoltaik ist mittlerweile so kostengünstig, dass es sich da eben auch lohnt. So, und dass wir eine Photovoltaik, die irgendwie am Anfang hier mit 56 Cent subventioniert werden musste, ja, die ersten Photovoltaikanlagen, so 2005, und jetzt in Afrika unter einem Cent produziert werden können, das ist natürlich eine Entwicklung, die braucht man. Und irgendjemand muss sie anstoßen. Und wenn wir sie nicht angestoßen hätten, wären wir jetzt 5 oder 10 Jahre hinterher. Ja? Und dann wäre es noch viel dramatischer mit der Klimakrise, als wir jetzt sind. Also wirklich hat die Ampel da
einen richtig großen Schritt gemacht Richtung Überwindung der Klimakrise und Ausbau der erneuerbaren Energien. Denn das ist die Lösung. Wir müssen alles umstellen auf erneuerbare Energien. Und die ganzen Aussagen, ja, wenn wir die Atomkraftwerke abschalten, dann wird der Strom total teuer werden und dann wird es ganz dramatisch werden, haben sich ja nicht bewahrheitet, sondern der Atomstrom verstopft einfach die Netze, weil er immer dauerhaft laufen muss. Und ganz viele Windkraftanlagen abgeschaltet werden mussten, um dem Atomstrom diesen Platz zu geben. Und jetzt konnte der Windstrom das besser ausnutzen. Und vor allen Dingen konnten wir eben auch anstatt den Atomstrom zu nehmen, konnten wir wirklich billigen erneuerbaren Strom aus Skandinavien, wenn wir zu wenig hatten, einführen. Wobei das ist ja immer eine Preisregulierung. Man nimmt sich den Strom, der am günstigsten ist. Und das war in diesem Fall eben der erneuerbare Strom aus Skandinavien, der einfach günstiger war als Kohle. Ja? So, und warum war Kohle einfach in diesen Jahren vorher so viel und wurde so viel abgebaut, gerade auch bei der Braunkohle und Steinkohle? Das war eben das Problem von Frankreich, die Hälfte ihrer Atomkraftwerke nicht laufen lassen konnten, weil sie in Reparatur waren oder weil es eben im Sommer nicht mehr zu kühlen war. Und da mussten sie halt auf unseren tollen Kohlestrom zurückgreifen. Also insofern, es ist richtig, die Erneuerbaren auszubauen und richtig, das noch viel mehr zu machen. Denn wenn wir jetzt die ganze Wirtschaft umstellen wollen, dann werden wir viel mehr Strom brauchen. Also wir brauchen ja nicht nur Stromproduktion, sondern wir müssen den Verkehr auf Elektro umstellen, wir müssen die Wärme auf Elektro umstellen. Und das wird dann ja ungefähr anderthalb dessen sein an Strom, werden wir brauchen, was wir jetzt produzieren. Also wir müssen nicht nur die Kohle ersetzen, sondern müssen einfach auch mehr Strom produzieren, um Öl und Gas eben auch mit ersetzen zu können. So, und jetzt heißt es ja immer so, gerade auch von vielen Älteren, ja, das wird sich doch irgendwie schon alles regeln. Wir haben doch alles schon geregelt. Wir hatten doch auch ein Ozonloch und das haben wir da auch hingekriegt. Und warum nicht das hier auch? Ja? So, und dann muss man sagen, das CO2 ist einfach eine so feste Verbindung, dass sie auch von dieser Erde, die eigentlich so wunderbar ist und so viel heilt, was wir ihr antun, nicht so schnell abgebaut werden können. Das Uber legt sich nicht ganz fest, aber zwischen 10% und 40% vom CO2, was wir jetzt hochpusten, wird in 1000 Jahren noch da oben sein. Also das braucht ein großer Teil davon, sagen wir mal ein Viertel davon, braucht 1000 Jahre, um abgebaut zu werden. Oder noch mehr als 1000 Jahre. So, und das ist der Unterschied zum Beispiel zum Ozonloch. Als wir FCKWs ersetzt haben, da ging es relativ schnell, dass sich das Ozonloch auch wieder schließt. Und das haben wir halt nicht bei der Klimakrise. Das ist das eigentliche Problem. Alles, was wir hochschicken, verschlimmert die Situation. Deshalb kann man auch nicht sagen, ja, jetzt ist doch sowieso da, jetzt können wir doch nichts machen. Ja, wenn wir nichts machen, wird es immer schlimmer. Ja, dann werden die Extremwetter immer schlimmer. Und deshalb, wir müssen was machen, weil sonst ja die Kosten von CO2-Minimierung, Anpassung und Schäden und Verluste immer, immer höher werden. Und wir sehen es jetzt, aber es wird eigentlich immer mehr. So, und dann heißt es immer, ja, aber Deutschland hat doch nur weniger als 2% des CO2. Sollen doch erstmal China und die USA was machen, ja? Ja, also Deutschland hat 1,8% des CO2, trägt es bei, aber hat nur 1% der Bevölkerung. So, das heißt, wir sind weit über dem Durchschnitt pro Kopf, weil das ist ja der entscheidende Punkt. Man kann China eigentlich nicht den Vorwurf machen, dass da so viele Menschen leben, oder Indien nicht den Vorwurf machen, weil pro Kopf sind die ja weit, also Indien zumindest, China nicht mehr, aber Indien sind ja weit unter unseren Emissionen. Und wenn wir die absoluten Werte nehmen, liegen wir an 7. Stelle weltweit. So, und die Länder, die vor uns liegen, haben mehr Einwohner. Ja? Und jetzt geht es ja um die absoluten Werte. Also wir müssen uns eigentlich nicht wegducken. Sonst würden nämlich die 190 Länder, die hinter uns liegen, sagen, wenn Deutschland nichts tut, dann machen wir doch auch nichts. So, und das ist eigentlich das, was auf der Klimakonferenz deutlich geworden ist. Andere Länder müssen was tun. Selbst afrikanische Länder müssen jetzt ihre Pläne auflegen und auf den Konferenzen vorstellen, wie sie
eben möglichst die Kohle überspringen wollen, wie sie CO2 reduzieren wollen und wie sie ihren Beitrag leisten, um die Klimakrise zu überwinden. So, wenn selbst afrikanische Länder aufgefordert werden, die ja nichts dazu beigetragen haben, die eigentlich nur die Opfer sind, dann müssen wir das natürlich auch machen. Also von daher ist da einfach eine notwendige Aufgabe, die Deutschland hat, das zu machen. So, deshalb müssen wir unsere Wirtschaft transferieren und transformieren. Und das hat auch Chancen. Das ist nicht einfach immer nur so, ja, es kostet was. Ja, eine Transformation kostet auch was. Aber das andere, es nicht zu tun, würde ja immer noch mehr kosten. So, das ist der eigentliche Punkt. So, und vor allen Dingen wird es aber, wenn wir Gas und Öl ersetzen, sind wir unabhängiger und müssen nicht die gut 100 Milliarden oder in diesen, jetzt während des Krieges so 130 Milliarden, die wir für den Import von fossilen Energien bezahlen, können wir im eigenen Land lassen. Ja, das ist ein großer Wert. Also momentan geben wir das, haben wir lange Zeit an Putin gegeben, jetzt geben wir es an andere Öl- und Gasländer. Und eigentlich macht es Sinn, dass wir das hier halten und hier die Arbeitsplätze schaffen und hier uns auch unabhängig machen. Man sieht ja auch, dass gerade Fossile immer dazu beigetragen haben, auch kriegerische Situationen hervorzurufen. Und wenn wir das wirklich mit erneuerbaren Energien hinbekommen, dann sind wir sehr viel weiter. Es hat wirklich Kriege um Öl gegeben, aber es wird keinen Krieg um eine Windkraftanlage geben. Ja, also von da ist die Umstellung auf dezentrale Energien ist natürlich auch ein wichtiger friedenspolitischer Aspekt. So, was heißt das, wenn wir es transformieren? Dann heißt das, dass es einen zunehmenden CO2-Preis auf die fossilen Energien hier in Deutschland geben wird. So, und das hat übrigens auch, weil jetzt ja gejammert wird, dass gerade auch bei den Heizungen das teurer wird durch diesen CO2-Preis, hat die Große Koalition 2021 ja schon beschlossen. Also das ist damals schon eingeführt worden mit 25 Euro und ist jetzt auf den Wert, den damals die Große Koalition auch festgelegt hatte, mit 45 Euro pro Tonne jetzt hier CO2 dann nochmal draufgepackt worden. Also ist eigentlich nicht mehr gemacht worden, sondern einfach nur die alten Werte der Großen Koalition übernommen worden. Der eigentliche Problemfall ist, finde ich, dass die Ampel sehr deutlich gesagt hat und auch die Grünen in dieser Ampel sehr deutlich gesagt haben, wir wollen die Einnahmen, die wir mit diesen CO2-Abgaben bekommen, die wollen wir als Klimageld zurückgeben. Und das würde gerade den Menschen helfen, die wenig CO2, wenig dazu beitragen. Und gerade den armen Leuten würde es helfen. Denn 10% der Bevölkerung in Deutschland, die ärmsten 10%, die haben einen Fußabdruck von 3,2 Tonnen pro Person und Jahr. Die reichsten 10% haben das Zehnfache, nämlich von 32 CO2-Tonnen pro Person und Jahr. Das heißt, diejenigen mit mehr Geld müssen auch mehr bezahlen und es würde eine Umverteilung geben zu denjenigen, die weniger haben. Und dass jetzt Christian Lindner sagt, nö, das mit dem Klimageld, das machen wir jetzt erstmal nicht, das verschieben wir in der nächsten Legislaturperiode, das ist natürlich dramatisch, ja, weil das genau diesen sozialen Ausgleich, den wir eigentlich vorgesehen hatten, jetzt verschiebt und dass der nicht kommt. Und das ist genau das, was die Leute immer sagen, pass auf, wir müssen die Erhöhung und die Preise müssen wir zahlen und eine Entlastung bekommen wir nicht. Ja, also das bedient natürlich auch die Vorurteile, die schon auch immer einen wahren Kern haben. So, und was wir erleben, ist eigentlich bei der Transformation, dass alle Sachen, die wir da jetzt einführen, eigentlich schwierig sind und Zeit brauchen. Also ich nehme jetzt mal die Wärmepumpe, unabhängig, dass Robert Habeck an diesem Punkt auch große Fehler gemacht hat. Aber die Wärmepumpe wird kommen und wird kommen müssen, ja, weil sie eben elektrisch betrieben ist und weil wir übrigens in Deutschland auch ganz weit hinterherhängen. Also in Norwegen, wo es ja auch ganz kalt ist, ja, wie wir jetzt wissen, oder auch in Finnland, da beträgt der Anteil der Wärmepumpen 70 beziehungsweise 62%, in Deutschland 6%. Ja? So, in Deutschland ist
ist am vorletzten Platz, direkt ein bisschen vor Großbritannien, wo aber die Zahlen nicht genau bekannt sind. Ansonsten Polen, Österreich, Tschechien haben doppelt so viel Prozente, haben 12% der Bevölkerung, Haushalte haben da Wärmepumpen. Und in Frankreich und Niederlanden und Italien 15%, ja, und Deutschland 6%. Das heißt, Deutschland hängt da eigentlich hinterher. Ja. Aber wenn man das jetzt so rucki-zucki einführt, kommen natürlich auch die ganzen, sag mal, Heizungsbauern in den Kommunen, die eigentlich immer Gas und Öl eingebaut haben und sagen, ja, das geht ja alles gar nicht. Ja, also eigentlich muss man es in der Kommune selber machen. Die Transformation muss in der Kommune stattfinden und es muss das Wissen in der Kommune da sein und die Bereitschaft, das machen zu wollen. Und wenn man das nicht macht, kriegt man natürlich den Widerstand, den wir auch bekommen haben. Ja, und das musste Robert Habeck schmerzhaft erleben und auch die Grünen schmerzhaft erleben. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir natürlich wenig Zeit haben. Ja? Wenn wir damals, als es um die Genehmigung von Gasförder 2 ging, da ging es schon um Klima. Ja? Das war 1995. Ja? So, wenn wir damals das schon erkannt hätten, hätten wir sagen können, pass mal auf, in 20 Jahren, da müsst ihr das machen. Und wir lassen diese Zeit und wir bilden die Leute aus und wir gehen in diese Richtung. Jetzt müssen wir das rucki-zucki machen. Dann ist es irgendwie klar, diese Ampel hat 4 Jahre. Das erste Jahr musste sich Robert Habeck um den Krieg und die gestiegenen Energiepreise von Öl und Gas kümmern und um Wasserstoff und den Ersatz von Öl und Gas aus Russland. Jetzt musste er das machen mit der Wärmepumpe, weil jetzt dieses Jahr ist es eigentlich schon zu spät. Ja, also wenn er es jetzt dieses Jahr eingeführt hätte, kommt er immer mehr in den Wahlkampf und dann geht es auch nicht mehr. So, also das heißt, er musste das relativ schnell aus der Tasche ziehen und genau mit den Problemen, die da entstanden sind, haben wir jetzt zu tun. So, und da sehen wir, dass es natürlich eine große Spaltung der Gesellschaft gibt und es gibt auch ganz, ganz viel Widerstand gegen diese Transformation. Es gibt also ganz, ganz viel Lobbyinteressen für Öl und Gas. So, das wissen wir, das ist aus den USA entstanden, das beschreibe ich auch sehr genau, das ist ja ExxonMobil und die Firmen, die das damals schon alle, ihre Wissenschaftler haben das alles schon rausbekommen und sie haben das in der Schublade versenkt und wollten, haben es auch blockiert und haben auch Wissenschaftler da bezahlt, die Zweifel gesät haben, eigentlich die Methoden der Tabakindustrie übernommen, die das damals ja mit dem Rauchen genauso gemacht haben. Und sie haben leider auch die Republikaner in den USA und die rechten Bewegungen in den USA, das ist sehr vermengt worden. Das heißt, die rechte Bewegung in den USA ist sehr nach vorne gegangen mit der Tea Party, mit Fernsehsendern, mit Radiosendern und hat eben sehr viel, ich sag mal auch eindeutig gelogen. Gelogen über die Klimakrise, gelogen über bestimmte Entwicklungen und hat versucht, den Leuten immer zu suggerieren, es kann alles bleiben, wie es ist. Das, was ich am Anfang gesagt habe, man ist doch eigentlich gegen Veränderungen. Wenn wir schon so viele Krisen haben, dann soll es bitte doch bleiben, wie es ist. Ja? Das ist damals bewusst von den Rechten aufgegriffen worden und instrumentalisiert worden. Und die sind gut vernetzt international. Wir haben schon in der Bundestagsfraktion schon vor 10 Jahren, vor 15 Jahren hatten wir schon die ganzen Institute, die uns immer sofort konfrontiert haben mit diesen Argumenten aus den USA, den Klimaleugner-Argumenten. Das ist jetzt mittlerweile ein bisschen weitergegangen. Also es ist nicht mehr so die Klimaleugner, sondern es wird aber immer das weitere Prinzip, irgendwelche Zweifel gestreut und irgendwelche anderen Ideen entwickelt. So, und was wir erleben, ist halt, dass es bis dahin geht, dass mit den Populisten, die das natürlich aufgreifen, und das erleben wir mit der AfD momentan, dass unsere demokratischen Strukturen damit in Gefahr geraten, ähnlich wie es in den USA ja auch schon jetzt wahrscheinlich mit dem Wahlkampf, mit Trump droht da ja schon wieder Ungemach. So, und das erleben wir hier in Deutschland auch. Und da hilft eigentlich nur die Zivilgesellschaft. Da hilft auch nicht zu sagen, ihr Politiker schnipp und macht mal. Nee, das funktioniert nicht. Und funktioniert insbesondere nicht in einer Ampel, wo wir keine Mehrheit für Klimaschutz haben. Wir haben da mit der FDP eine Partei, die
bestimmte Gedanken da einfach auch gerne aufgreift. Ja, und wir haben doch irgendwelche Technologien, auf die können wir warten und wir brauchen das gerne und Gasheizung können so Wasserstoffheizung werden und so. Das kann am Ende nur der Porsche-Fahrer bezahlen, weil es ist dann so teuer, ja, eine solche Technologie, das weiß auch jeder. Aber die FDP greift das aus, um den Leuten zu suggerieren, kauft doch lieber noch eine Gasheizung, das wird schon alles in Ordnung gehen. Ja, und das heißt, wir haben hier keine Mehrheit in diesem Land für wirklich Klimaschutz. Ja, und da heißt es eigentlich, dass wir aufstehen müssen und dass wir in den verschiedensten Altersgruppen versuchen müssen, dafür zu werben. Und ich werbe natürlich bei den Alten, weil ich, das ist meine Generation und das ist auch unsere Verpflichtung, das zu tun. Und deshalb versuche ich einfach, die Leute zu animieren, sich einfach, also nicht politisch zu engagieren, das habe ich in meinem Buch nicht geschrieben, weil ich denke, das kann sich der eine oder andere schon denken, in welche Richtung ich das machen würde, sondern das muss ich nicht schreiben, aber in Umweltorganisationen, in Energiegenossenschaften, in einer Weltgruppe, in, aber auch zum Beispiel Verkehrsverbünden, also sei es der BUND, sei es der ADFC, sei es die eine Weltgruppe, mit der man was machen kann, sei es Greenpeace, sei es die Omas for Future. Hier in Köln zum Beispiel habe ich die Grannies for Future beschrieben. Ja? Also, dass man vor Ort was machen kann und dass es auch Spaß macht. Ja, das, was ich mache, ist jetzt seit 6 Jahren ehrenamtlich. Und wenn man was ehrenamtlich macht, dann muss es Spaß machen. Sonst wäre es ja verrückt, das zu tun. So, und wenn wir uns da engagieren, ja, dann haben wir eine neue Herausforderung. Dann haben wir plötzlich, wir arbeiten plötzlich mit anderen Leuten zusammen. Ja? Nach der Rente, nach der Pensionierung haben wir die Möglichkeit, in einer ganz anderen Gruppe, mit ganz anderen Anregungen, flexibel zu sein, das aufzunehmen, mitzumachen und uns eine Gruppe zu suchen, wo wir Anerkennung bekommen und wo wir was ganz Neues erfahren können. Ja? Zum Beispiel die eine Frau, die jetzt bei Greenpeace arbeitet, die war vorher Lehrerin, sagt, ich bin jetzt schon über 70 und ich bin jetzt Klimaaktivistin. Und ich habe früher mal die getrommelt und jetzt kann ich bei den Drummers bei Greenpeace mitmachen. Ja? Und die andere sagt, jeden Morgen wache ich auf und weiß, dass ich eine Menge zu tun habe. Und man kann auch mit Krückstock und Rollator, sagt sie, kann man auch noch was tun. Ja? Also diese Freude am Leben, diesen Spaß, ich werde noch gebraucht, ich mache was gemeinsam, ja? Das ist etwas, was wir hier auch anbieten können. So, und ich mache was für eine gute Sache. Ja? So, allein in der Energiegenossenschaft, also mein Mann ist im Vorstand einer Energiegenossenschaft, in dieser Energiegenossenschaft haben die im letzten Jahr 10 neue Mitglieder bekommen. Also sind die alles ehrenamtlich, die sich da einbringen mit ihrer Arbeit und mit ihrem Wissen. Ja? Und das gut finden und Spaß daran haben. So, und das ist sowas, das war mir gar nicht so bewusst, wo zum Beispiel Sozialverbände jetzt Werbung für mein Buch gemacht haben. Nämlich, dieses Buch gibt auch Tipps gegen Einsamkeit, was ja eines der großen Probleme ist für ältere Menschen. Ja? Das fand ich eigentlich auch eine ganz gute Idee. Ja, aber ich will jetzt wirklich mit einem letzten Satz aus Afrika enden, weil die Leute auch sagen, ja, aber was können wir einzeln tun? Doch, wir brauchen nicht nur alle Staaten, wir brauchen auch alle Menschen. Alle müssen was beitragen. Möglichst alle, die wir erreichen können, müssen was beitragen. Und da gibt es einen ganz, ganz schönen Spruch aus Afrika, der heißt, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Sachen tun, können sie die Welt verändern. Ja, so. Und dafür werbe ich, das zu machen. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben und freue mich, dass Sie hier sind und diesen schweren Weg hierher gemeistert haben. Vielen Dank. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich noch, Silvia, kannst du mal kommen? Ja. Möchte ich noch Ihnen mal demonstrieren, was das eigentlich heißt, wenn du einfach weitergehst, was das eigentlich heißt, dieses Band sind 4,60 Meter. Das sind die 4,6 Milliarden Jahre, ja, soll symbolisieren, die diese Erde gebraucht hat, um sich so zu entwickeln. So, und diese auch die 250 Jahre, also auch die 300.000 Jahre, die wir Homo sapiens auf dieser Erde sind, ja, das ist hier im Prinzip die Dicke des Fingernagels, ja, gegenüber dieser langen Strecke.
um sich das mal deutlich zu machen. So, und in so kurzer Zeit setzen wir das alles aufs Spiel, ja, was vorher aufgebaut worden ist. Und die Erde ist toll, die repariert das, aber nicht so schnell, wie wir das alles kaputt machen. So, deshalb müssen wir lernen, wirklich nachhaltig zu sein und wirklich mit dieser Erde zu arbeiten, mit diesem Schatz, den wir haben, zu arbeiten und unseren Kindern diesen Schatz zu überlassen. Ja, Antje, da gab es jetzt ja mal. Ja, ich komme einfach mit. Hier hoch. Einige Überschneidungen in euren Arbeits- und Denkfeldern. Ja, wir arbeiten ja auch schon durchaus zusammen. Genau. Die Themenfelder sind sehr ähnlich, aber erst würde ich mich gerne mal bedanken bei dir, so für dieses Hoch auf unseren wundervollen Planeten. Weil vor lauter Zerstörung, mit der wir uns befassen, vergessen wir das doch häufig. Und ich sage auch immer, es lohnt sich immer, sich einzusetzen für unseren wunderschönen Planeten, weil wenn man in der Natur ist, gibt es halt auch viel noch intakte und schöne Natur und nicht so viel zerstörte, wie wir nun leider hier vor Ort haben. Das muss man an der Stelle auch noch das mal stimmt. sagen. Ne? Das stimmt. Ist genau. Aber es gibt schon irgendwie... Wollt ihr da weiter stehen oder ja. Ist es weg, dass ihr euch setzt? Oh, ich habe da mal ein Wasser. Vielleicht schon mal kommen. Von dem Weg. Ja, komm noch. Oder ich nehme es mal. Gut. Genau. Also, wir sehen, ne, bleib doch hier. Ja. Ja. Wir sehen schon Unterschiede im Buch. Also, ich habe fleißig drin gelesen, auch vor allen Dingen in der Winterpause. Ich fand das sehr, sehr spannend. Danke für die Gelegenheit, auch mich damit auseinanderzusetzen. Und du bringst auch sehr, sehr viele. Also, es ist auch nochmal so ein Abriss. Deiner politischen Geschichte, aber auch insgesamt der großen politischen Geschichte. Vom Bund-Land-Bericht über, also bis zu den verschiedenen Klimakonferenzen, die es gab. Ich habe nur ein paar Punkte, die ich ansprechen möchte und würde dann auch gerne öffnen. Oder wir können auch bei den Punkten, wenn da Interesse ist, auch schon reingehen in noch vielleicht eine Diskussion. Ich fand nochmal sehr, sehr spannend das Thema Generationengerechtigkeit. Das ist ja so eigentlich das, was so ein bisschen darüber steht. Und du sprichst ja mal von den Best-Agern, da gibt es jetzt Unterschiede, manche sagen es 50 plus, manche sagen es 60 plus. Du hast davon gesprochen, wie jung der Altersdurchschnitt in Afrika ist. Du schreibst in dem Buch, in Sachsen beispielsweise ist ein Viertel der Bevölkerung sind die Best-Ager. Und das andere war, jetzt im Jahr 22 ist 25% der Bevölkerung hier in Deutschland die 60-Plus-Generation. Also da sieht man einfach nochmal ganz klar auch die Unterschiede, wenn man hier die Relation betrachtet. Ich höre ja immer oft sozusagen, ja, ihr seid die Generation, die es verbockt hat. So, ihr habt zu viel geprasst und toll gelebt und Reisen gemacht. Und du schreibst aber auch was ganz anderes. Du schreibst in deinem Buch, dass wir nicht vergessen dürfen, was die Generation alles auch angestoßen hat an Wandel. Und das fand ich für mich nochmal so ein richtiges Learning. Gesellschaftlich, Gleichberechtigung, Umweltschutz, Anti-AKW-Bewegung und Friedensbewegung. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was zu sagen. Also zu diesem, ja, wer hat es eigentlich verbockt und dass sowas eigentlich auch gar nichts bringt, so eine Schuldzuweisung. Weil genau die Generation ja auch viel bewegt hat, einfach. Meiner Meinung nach. Ja, also ich beginne ja nachher mit dem Buch auch daran, dass ich einfach sage, ich bin ja in Schleswig-Holstein geboren, dass ich, wenn ich so auf dem Deich gestanden habe, dass ich da sage, wenn ich da aufs Meer geschaut habe, das war für mich unendlich. Ja? Also bis zum Horizont, das war für mich unendlich. Und dann habe ich irgendwie auf der Karte gesehen, ey, das ist ja gar nicht so viel. Du siehst ja gar nicht so viel. Die Nordsee ist ja schon viel größer. Und die Nordsee ist ja nur ein ganz kleiner Teil von diesem ganzen Großen. Und wir hatten ja eigentlich das Gefühl, das ist unendlich. Ja. Und deshalb hatten wir auch gar nicht die Idee, dass wir irgendwas zerstören können. Mhm. Ja, also das, deshalb kann man es auch schlecht zum Vorwurf machen, weil wir wussten es noch gar nicht. Ja? Und das ist ja erst so in den 70er Jahren, ist es so langsam gekommen. Aber in den 70er Jahren war ich auch ein Teil dieser Bewegung, die einfach gesagt hat, jetzt müssen wir uns wirklich um Atomkraftwerke kümmern. Also das geht so nicht. Das war ja auch eine friedenspolitische Komponente. Friedenspolitisch und natürlich zivilen Strom produzieren. Aber es hing miteinander zusammen. Wir müssen uns um die Gleichberechtigung kümmern. Das war eine ganz, ganz wichtige Frage.
Und natürlich um die verschiedenen Umweltaspekte, die damals eine Rolle gespielt haben. Mhm. So, also ich bin ja auch dann über die Müllbewegung. Also Jute statt Plastik, das kenne ja, ich auch ja, noch. Genau, ich habe auch ganz so eine, vielen Jute-Beuteln genau, ich habe auch eine alte Jute-Tasche habe ich auch noch nicht weggeschmissen. Ja. So, und, also das heißt, wir haben uns da ganz intensiv damit beschäftigt und mit der Vergangenheit unserer Eltern. Und das ist auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mal, ich bin ja auch viel rumgekommen und auch viel gereist, wenn ich mir sozusagen in Japan zum Beispiel, haben die Grünen mich eingeladen, ich soll sie unterstützen. Und wenn man da in die Museen geht, dann merkt man, Japan hat sich eigentlich mit seiner Geschichte viel weniger beschäftigt als wir. Mhm. Ja? So, und das ist eigentlich das, wo wir aus diesen 70er Jahren, die jungen Leute, wir waren ja damals die jungen Leute, ich war ja Studentin in der Zeit, und haben ja viel diskutiert, was wir damals gemacht haben, war eigentlich die Zivilgesellschaft aufzubauen, waren demokratische Bewegung. Strukturen. Mhm. Wir würden heute mit der Diversität unserer Gesellschaft, wären wir nicht so weit, wenn wir das damals nicht angestoßen hätten und damals diskutiert hätten. Ja? So, also das heißt, wir haben Demokratie da reingebracht, weil was war dann sonst früher das Bild? Das waren ja die Pickelhauben, ja, und unter den Talaren von 1000 Jahren, ja, haben wir immer gesagt zu den an der Uni, ja, also das heißt, da waren Strukturen, wo die Assistenten an der Uni wirklich wie Sklaven behandelt wurden. Ja, also die mussten die Kinder der Professoren in den Kindergarten bringen und mussten da irgendwie den Rasen mähen. So, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das haben wir damals hinbekommen durch eine Jugendbewegung, die gesagt hat, wir müssen das ändern und wir haben es konstruktiv geändert. Ja. Und diese Bewegung sind ja wir. Ja, bin ich. Genau. Das ist meine Generation. Ja, so und deshalb haben wir Erfahrung damit. Und wir haben auch Erfahrung, wie man eine Demokratie aufbaut. Ja, also wirklich auch stabilisiert. Und genau das wird momentan gebraucht. Wenn man die Entwicklung der AfD sieht, ja, dann brauchen wir jetzt wieder diese Kräfte, die sich einsetzen, um die Demokratie zu stärken. Und interessant ist, dass uns eigentlich die Wissenschaftler schon vor 10, 15 Jahren in der Bundestagsfraktion gesagt haben, die Klimakrise, diese Krisen, die da nacheinander folgen, die werden zu genau diesen politischen Brüchen führen. Genau zu diesen Brüchen, die wir jetzt haben, weil die Leute diese Veränderungen nicht wollen und weil sie Populisten, die ihnen sagen, es ändert sich nicht, auf den Leim gehen werden. So, und da stehen wir heute und jetzt sind wir wirklich, das ist ja ein bisschen überrollt worden. Ich habe noch ein bisschen so über den Klima, ich habe heute auch noch mehr über die Zivilgesellschaft schreiben und dann haben aber alle gesagt, lass das, das wird überfrachtet. Aber wir merken, dass genau dieser Aspekt natürlich immer wichtiger wird. Den ich auch in meinem Buch sozusagen angesprochen habe, aber den man eigentlich noch viel mehr auch mittlerweile ausfüllen muss, weil sich da so viel verändert hat. Ja, also so ein bisschen auch die Geburt der sozialen Bewegung mit angestoßen, ja, ganz viele verschiedenen, wo auch jeder so sein Thema gefunden hat, wo er sich aktiv einbringen konnte. Genau. Weil jeder von uns brennt ja auch für ein anderes Thema. Also ich kann immer da aus meiner Erfahrung sagen, am Hambi kamen dann Leute, die sagen, ja, ich bin das erste Mal hier, es tut mir so leid, dass ich noch nie hier war. Ich habe mal gesagt, naja, du machst bestimmt auch noch was anderes. Und dann kommt raus, die engagieren sich auch in anderen Feldern, wo ich immer nie aktiv war. Genau. Wir haben gerade Bewegung gegen rechts gesprochen hier, auch Hab 8, diese ganzen Gruppen, die es gibt, Umweltschutzbewegung, Omas gegen rechts, da gibt es ja unglaublich viel. Mhm. Und dennoch hat sich ja sozusagen 2018 haben sich ja dann Fridays for Future sozusagen gegründet. Ich glaube, dass da auch ganz viel diese Klimagerechtigkeitsbewegung zu beigetragen hat. Mir haben auch sehr, sehr viele erzählt bei den Filmvorführungen von der Roten Linie, wo ich unterwegs war, von den Fridays, dass sie zum Beispiel im Hambacher Wald politisiert worden sind. Dass das ihre erste Demo war, wo sie hingegangen sind. Und das hat natürlich auch nochmal was angestoßen, muss man aber jetzt auch sagen. 6 Jahre später ist es natürlich ein bisschen frustrierend jetzt auch gerade für die, wenn sie erleben, dass ihr Herzensthema, wofür sie freitags lange und viel und engagiert auf die Straße gegangen sind und ja viel auch ihrer jugendlichen Freizeit, sie hätten ja auch anderes machen können, als sich in Gruppen zu organisieren, was ja auch viel Absprache bedeutet und Organisation, zu demonstrieren, weil das Thema Klimaschutz jetzt gerade wieder so ein bisschen nach hinten rückt. Ja, also die Fridays haben, glaube ich, sehr viel gelitten durch die Pandemie. Also das war eigentlich der Bruch. Ja. Die waren richtig gut und richtig groß und haben auch richtig auch Einfluss genommen. Also Greta Thunberg ist ja wirklich, hat ja eine unglaubliche Kraft entwickeln können. Ja. Und das ist natürlich durch diese 2 Jahre ist das eigentlich wieder zusammengebrochen. Mhm. So, und das ist so wie ich
also für mich ist das so ein Stück, ich habe ja immer überlegt, wie kriegen wir die Menschen, wie können wir die Menschen gewinnen, dass sie sich wirklich für die Klima, also Überwindung der Klimakrise einsetzen. So, und warum schaffen wir das nicht? Warum schaffen wir das nicht? Und es ist eigentlich so, wir müssen das Morgen ins Heute ziehen. Ja, und wir wissen ja gar nicht, die meisten haben gar keine Vorstellung, wie könnte denn die Klimakrise wirklich aussehen. Ja, sie haben jetzt so ein bisschen, ja, da sind Überflutungen, das wissen sie auch, aber dass es immer schlimmer wird. Auch die Bauern, ja, die kommen jetzt hin und demonstrieren, aber das werden eine der größten Opfer der Klimakrise sein. Also die haben jetzt im letzten Jahr, haben sie bei den Getreidebauern, sagen wir mal, solche Witterung, dass die ihr Getreide gar nicht mehr ernten konnten. Ja, dass es gar kein Brotgetreide mehr war. Das heißt, die leiden ja unter Witterungsveränderungen am ehesten. Und die müssten sich eigentlich viel stärker, und das tun ja einige Bauern, aber leider zu wenig, mit genau diesem Aspekt befassen und sagen, wir können nicht immer so weitermachen, sondern wir müssen das ändern, weil die Klimakrise verändert auch unsere Wirtschaftsweise. Ja. Ja, so. Also insofern, wie können wir das Morgen ins Heute ziehen? Ja, so. Und also ich glaube, wir haben ein bisschen einen Defekt bei unseren Genen. Also was wir können ist, wenn der Tiger aus dem Busch springt, dann haben wir gelernt, wir rennen weg und müssen uns da stecken. Ja? Aber so eine Klimakrise, sowas, was so langfristig, da müssen wir erstmal, ja, das müssen wir gerade noch heute tun und heute habe ich den Brief noch zu beantworten und heute hat der noch das Problem. So, und also wir haben gelernt, wenn ein Haus brennt, müssen wir einen Brandmelder einbauen. Das haben wir gelernt, weil das wissen wir, wie das ist und dass es schlimm ist. Ja? Aber wir haben noch nie eine Klimakrise gehabt, wirklich. Ja. Ich glaube, das Problem ist, dass das Thema sehr abstrakt ist. Also diese ganzen Zusammenhänge sind auch unglaublich schwer zu erklären, was dann mit dem Golfstrom passieren kann oder auch dann, dass wir Sorgen dadurch schüren, dass wir es so erzählen. Deswegen ist schon ein bisschen die Frage, ob wir es nicht besser wirklich runterbrechen an konkreten Punkten. Genau. Und es einfach erzählen. Und tut mir leid, wenn ich jetzt noch mal vielleicht ein Beispiel nenne. Wald statt Kohle war ein ganz einfaches Narrativ. Da ist nicht der Tiger aus dem Busch gesprungen, sondern die Bagger von RWE kamen sozusagen. Yeah. Und das war eine ganz konkrete Sache, wofür sich viele natürlich vor Ort einsetzen konnten, was aber auch ja sehr lange gedauert hat, bis da entsprechende Massen sozusagen unterwegs waren. Und so hat vielleicht jeder vor Ort irgendwas, für das er sich einsetzen kann. Und manchmal sind es einfach natürlich auch die abstrakten Sachen. Muss man an der Stelle auch sagen. Du hast aber auch gerade so ein bisschen im Ansatz nochmal so diese, ich würde sagen, die Frage nach dem System oder die systemische Frage gestellt. Was jetzt nichts, keine Sorge, mit Umsturzgedanken zu tun hat, sondern wir müssen eigentlich wirklich sehr, sehr viel ändern und diese Transformationsaufgabe ist eine Querschnittsaufgabe. Ich sage das oft im Landtag, da gibt es die Ausschüsse. Da gibt es den Umweltausschuss, daneben gibt es den Wirtschaftsausschuss, dann gibt es noch für Arbeits- und Soziales und so weiter. Das ist gar nicht geeignet, diese Struktur, um so die Verbindung dieser Transformationsaufgabe herzustellen. Eigentlich müssten wir alle viel mehr zusammenarbeiten. Ne? Die im Wirtschaftsausschuss sagen, ja, nee, wir brauchen jetzt ganz viele Flächen für Gewerbegebiete und nee, und mit der Kohle und Atomkraft, dann sind die Preise für die Energie, für die Industrie billiger und so weiter. Im Umweltausschuss wieder was anderes, mal jetzt ganz unabhängig von welchen Parteien, ne? Und das ist ja, glaube ich, die Frage, auch grundsätzlich die Bezahlung zum Beispiel der Landwirte. Warum bezahlen wir sie nicht danach, wie fruchtbar sie den Boden erhalten, sondern sie bezahlen sie danach, wie viel Masse sie produzieren. So, und das sind ja sehr viel falsche Anreize, die wir in den letzten 70 Jahren, von denen du gerade gesprochen hast, gesetzt haben. Und deswegen ist die Aufgabe auch so groß, dass man manchmal morgens Angst haben muss und denkt, oh, ich stehe besser gar nicht auf, weil die Aufgabe ist so groß. Das kriegen wir sowieso nicht mehr hin. Das finde ich schon auch manchmal. Das ist manchmal so der Punkt. Ja, aber wie gesagt, das darf ja gar nicht im Kopf. Weil das kriegen wir sowieso nicht mehr hin, heißt ja letztendlich resignieren. Und, aber dann wird es ja immer schlimmer. So, ja. Das heißt, wir müssen das anpacken. Und je später wir es anpacken, desto schlimmer wird es. Also insofern müssen wir da dran. Und wie gesagt, es kann auch jetzt zum Beispiel gerade mit der Photovoltaik, macht es auch Spaß. Also wenn man so seine eigene Photovoltaikanlage hat und dann sieht man, ey, du hast zwar irgendwie hohe Bäume um dein Grundstück, aber die auch im Winter, sagen wir, den letzten Sonnenstrahl dann auch noch eher wegnehmen, aber von März bis September bist du autonom.
Ja, und speist sogar noch ganz wahnsinnig viel ins Netz ein. Mhm. Und du kannst sogar noch dein Elektroauto damit laden. Ja? So, und das zu sehen, also ich weiß ganz genau mittlerweile, weil ich habe ja die ganzen Statistiken da und die schöne Grafik, was braucht zum Beispiel meine verschiedenen Geräte? Mhm. Ja? Was brauchen die? Also, warum braucht jetzt das Haus so viel? Ah, da hat die Reinigungskraft hat den Staubsauger angemacht. Ich wusste gar nicht, dass der Staubsauger so viel, weil wenn ich mit dem Staubsauger gestaubt habe, konnte ich ja nicht in die Grafik gucken. Ja, so, also das heißt, aber jetzt habe ich das gesehen. Ja, so, und das heißt, man fängt an, da wirklich mehr auf Effizienz zu achten. Man fängt an, durch das Wissen, was man da hat, auch einfach damit Spaß zu haben. Ey, wir haben schon so viel Photovoltaik, Strom dieses Jahr eingeleitet. Mhm. Ja? Wir sind ein Teil dieser Bewegung. Prosumer. Das mitzumachen. Genau. Ja? Und das macht auch richtig Spaß. Ich finde, da würde ich gerne zwei Punkten einhaken. Einmal die Frage natürlich nach der Gerechtigkeit. Nicht jeder hat ein eigenes Haus mit einer eigenen Solaranlage. Da wäre das Thema Mieterstrom, was wir ja versuchen nach vorne zu bringen, das gerade eben auch für die Preisentlastung ein wichtiger Punkt ist. Und der andere Punkt ist, dass es natürlich ein Umdenken erfordert. Und das ist genau das, wie gehen wir mit unseren Gewohnheiten um? Also ich bin dann einfach sauer, weil wenn mein Partner sagt, nee, die Spülmaschine läuft jetzt aber nicht, weil gerade wird kein Strom eingespeist. So, und dann türmen sich die Berge da, ne, bis die Spülmaschine mal wieder laufen kann. Weil die Solaranlage es dann wieder herbringt. Also das ist, glaube ich, schon auch was, wo man sich selber an die eigene Nase packen muss und sagen muss, ja, das erfordert eben aber auch ein Umdenken von uns. Ne? Oder das Thema, ich habe auch gelesen, du bekennst dich zum Trockner und was du alles für Geräte hast, finde ich total super im Übrigen. Also nicht so diese Flug- und Trocknerscham oder wie man das jetzt nennen soll hier, die ja vielfach auch verbreitet ist, sondern sagst, ja, ich benutze das, aber dafür bin ich eben in anderen Bereichen aktiv, weil nicht jeder hat vielleicht auch die Zeit, seine Wäsche per Hand aufzuhängen. Oder will es nicht, weil es die Gewohnheit es nicht hergibt. Ja, man muss es ja auch nicht immer machen, aber manchmal sozusagen ist so ein Trockner auch ganz gut. Also vielleicht zu dem Fliegen. Also ich sage nicht, ess kein Fleisch mehr und ich sage auch nicht, fliegt nicht mehr. Aber überlegt euch das. Und oft hat man sogar Spaß, was anderes zu machen. Also mein Mann und ich, wir wollten unbedingt ja nach Norwegen und wollten da mal die Wale, Orcas und Nordlichter uns anschauen. So, und dann haben wir da so eine Reise auf dem Segelboot gebucht, ja. Und dann sagte die Frau, ja, und den Flug kann ich ja noch organisieren. Habe ich gesagt, nee, ich will aber nicht mit fliegen. Können wir das nicht anders machen? Dann hat sie gesagt, wenn sie nicht fliegen wollen, müssen sie das selbst organisieren. Okay. Ernsthaft? Ja, und das hat da ein bisschen gedauert. Sie wusste, warum sie es gesagt hat, wahrscheinlich. Ja, es war auch etwas kompliziert, aber wir sind dann mit dem Polarexpress gefahren, also wir sind wirklich mit den Zügen gefahren, mit den Bussen, ja, also ab Narvik gibt es dann auch keinen Bus mehr, haben dann auch gesagt, wenn wir schon da so nördlich von Tromsø, dann wollen wir auch noch zum Nordkap. Wir sind insgesamt also über 6000 Kilometer wirklich mit Bus, Bahn und Boot unterwegs gewesen. Und weil wir ja älter sind, haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, wir haben dann gesagt, okay, wir nehmen uns die Zeit, der Weg ist auch schon Urlaub und das Ziel. Und haben uns dann die Städte angeguckt, Stockholm und Tromsø und Kopenhagen und so, ne? Sind da immer so ein bisschen geblieben. Und das war ein ganz wichtiger Teil dieser Reise. Mhm. Ja? So, also nicht einfach so bups mit dem Flugzeug und ups wieder zurück, sondern wirklich auch entschleunigt da anzukommen. Die Norweger sind nämlich viel entschleunigter, muss man auch sagen. Also die gehen übrigens auch mit Schnee ganz anders um, die machen da gar nichts. Ja. Ja. So. Also die haben auch vielleicht die bessere Ausrüstung, Schneeschuhe oder sowas, was wir nicht unbedingt alle jetzt irgendwie verraten. Ja, und der Glatteis oder so war auch schon ganz schön, aber irgendwie kommen die mit einem Glatteis. Vielleicht die Übung oder so. Es ist schwierig, mit so einem Bahn unterwegs zu sein, weil unsere ÖPNV so bescheiden ausgerichtet ist, dass wir heute nicht mit dem Bus hier hinkamen. Und es gibt ganz wenig Leute, die sich dafür interessieren, den ÖPNV hier in der Region auszubauen. Muss man auch mal so sagen. Also es ist schön, wenn sie tolle Reisen machen, aber ich möchte einfach hier in der Region auch mal von der Stelle kommen. Mhm. Und ich möchte gar kein E-Auto haben, weil ich weiß nicht, woher der Strom kommt, ob der nicht von Frankreich eingekauft wird, von der Regierung. Und ne? Also von daher geht es ja eigentlich darum, ÖPNV auszubauen und uns grundsätzlich zu verändern. Unser Denken, nicht zu denken, ich muss verzichten, sondern ich lebe das voller Genuss,
und will nicht zurück back to the roots. Oder? Ich finde das sehr spannend. Andere Definition an was ist Lebensqualität. Ja. Lebensqualität ist vielleicht nicht das Auto vor der Tür stehen zu haben, sondern den Bus zu haben oder On-Demand-Verkehr oder das Fahrrad nehmen zu können, weil der Fahrradweg gut ausgebaut ist. Heute nicht, aber sonst. Ja, und wenn wir alle E-Autos haben, das sind doch wahnsinnige Ressourcen, die verbraucht werden. Ich bin gar nicht dafür, dass ich ein E-Auto habe. Wir werden unser altes Auto oder unser Auto, ich fahre ein SUV mit Gas. Ne? Aber ist egal. Ne? Also das heißt, da werde ich angesprochen. So ein fettes Auto, der, sage ich, verbraucht weniger als euer Diesel oder was. Mhm. Ne? Aber es sind so viele Vorurteile in der Gesellschaft. Und ich habe gesagt, also wenn ich ein E-Auto kaufe, muss ich wahnsinnig viele, viele Ressourcen nutzen. Bist du das wieder Wasser sozusagen? Ja, rein, ne? Und ich kann das aber auch, also vielleicht auch nochmal von mir sagen, so, und es gibt so einen gewissen Automatismus. Als Corona-Krise kam, wir hatten immer zwei Autos, wir hatten noch drei Kinder, aber die sind jetzt nicht mehr im Haus. Mein Partner ist ja Musikschullehrer an der Musikschule in Düren und sein Auto ist sozusagen fast kaputt gegangen. Und er sagt, ja, muss mir ein neues Auto kaufen. Dann habe ich gesagt, wieso musst du dir ein neues Auto kaufen? Können wir nicht vielleicht mit einem Auto klarkommen? Und das sind natürlich so schrittweise Dinge. Klar, brauchst jetzt Absprachen. Ich lebe in Bühr, da ist eine S-Bahn. Ich habe es gut, muss man auch sagen. Die fährt zwar nicht immer, aber allein so dieser Gedanke, ich brauche jetzt ein neues Auto. So dieses, ist so ein Automatismus, weil wir einfach alle so sozialisiert sind. Das ist schon, da muss man erstmal von runterkommen können auch. Und ich glaube, da tappt jeder mal wieder so in eine Falle, weil das ist jetzt einfacher, das zu besorgen und das zu kaufen. Weil es manchmal schon schwer ist, auch sich wirklich nachhaltig zu leben. Ich finde es manchmal schwer, auch für uns Verbraucher. Es ist in vielen Dingen schwer gemacht. Überhaupt zu durchblicken, was ist jetzt, ne? Ist es jetzt günstiger? Also zurück zu Stofftaschentüchern, aber die muss ich dann ja wieder waschen und so. Oder Tempos, energetisch, Umweltaspekt ist mir klar, aber das ist sehr komplex alles, rauszufinden und zu recherchieren. Ja, ich habe eine ganze Zeit ohne Auto gelebt. Ich hatte sozusagen meine Bahncard und hatte sonst immer mein Fahrrad, habe auch die ganzen Einkäufe im Fahrrad gehabt, hatte sozusagen ich konnte halt auch ein Auto da bei der DB mieten, aber das habe ich fast nie in Anspruch genommen, weil ich eigentlich wirklich ohne Auto klargekommen bin. Dann habe ich eine neue Beziehung eingegangen und der ist mit seinem Elektroauto gekommen. Also die Männer haben doch eher eine Affinität zu Autos offensichtlich. Aber ich bin heute immer noch so, dass ich eben auch sage, ich versuche hier mit der Bahn hinzukommen. Wobei ich sagen muss, die letzten zwei Jahre fällt es zunehmend schwer. Weil ich habe ja diese Strecke zwischen Oberhausen oder sagen wir Duisburg und Düsseldorf. Da sind permanent Baustellen. Also auch heute hatte ich ja eigentlich 1,5 Stunden zusätzlich eingeplant. Also ich habe Puffer aufgebraucht. Und ich habe noch nicht mal der hat noch nicht mal gereicht. Mhm. Und es gibt dann immer irgendwelche Gründe. Also die Baustellen vor allen Dingen, dann war der Streik, jetzt ist das Wetter. Also es ist immer irgendwas, ja. Also und ich habe dann bestimmte Lesungen, muss ich auch teilweise mit diesem Elektroauto dann hinfahren. Weil die einfach gesagt haben, du kannst nicht garantieren, wenn du am Sonntag fährst, dass du hier rechtzeitig bist. Oder du musst irgendwie so viele Stunden vorher, dass der ganze Tag eigentlich drauf geht, weil du vormittags losfahren musst, damit du irgendwie wirklich sicher abends ankommst. Also insofern, ja, das finde ich, und ich muss sagen, ich fahre eigentlich auch gerne Fahrrad. Also das eben auch zu machen, auch den Einkauf zu machen. Ich habe meinen Rucksack, ich habe mein Körbchen, da kriege ich irgendwie alles rein und da kann man schon sehr, sehr viel machen. Also das geht schon. Ich glaube, der Preis ist das eine, woran wir jetzt ja gearbeitet haben. Ne, jetzt gibt es jetzt auch ein Sozialticket nochmal, was nochmal günstiger ist als das Deutschlandticket. Die Qualität ist natürlich das andere und auch da ist die Frage, wo du lebst. Lebst du in Köln, lebst du in Berlin oder lebst du hier im Rhein-Erft-Kreis? Und auch da der Punkt, ne? Entschuldigung, ich muss einfach mal so sagen. Aus eigener Erfahrung, ich bin in den Landtag gekommen und habe gesagt, wir haben das Privileg, wir haben so eine Bahncard, wir dürfen umsonst fahren, das sei mal der Transparenz gesagt. Also zumindest auf Bahnlinien in NRW und nach Berlin hin und zurück. Und ich habe meinem Team gesagt, so, ich möchte gern zu jedem Termin, den ich nehme, möchte ich gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das haben wir nicht lange durchgehalten, weil dann kann ich vielleicht einen Termin wahrnehmen am Tag neben der Ausschussarbeit. Mhm. Wenn ich von hier nach Hürth fahre, komme ich abends nicht mehr wieder zurück.
das sind alles so Probleme, an denen wir einfach arbeiten müssen, auch, glaube ich. Und Dinge. Daran wird jetzt gearbeitet, dass man gut nach Fürth kommt. Daran wird jetzt gearbeitet und es wird an vielen Dingen gearbeitet, aber vieles ist auch, was du sagst, auch kaputt gespart worden in den vergangenen Jahren. Und da sind auch Entscheidungen gefällt worden, Privatisierung der Bahn, glaube ich. Jetzt wissen wir, dass das nicht gut war für unsere Gesellschaft. Also im Sinne des Gemeinwohls zu überlegen, was brauchen wir eigentlich für Grunddienstleistungen, zu denen jeder Zugang haben soll. Also das finde ich auch so ein Problem. Also momentan haben ja zumindest die Grünen durchgesetzt, dass mehr in die Bahn investiert wird, auch wenn Dissing das eigentlich nicht will. Aber es ist natürlich so, wenn so lange gespart worden ist, und das hat Medorn ja systematisch gemacht, weil er die Bahn an die Börse bringen wollte, dann ist ja irgendwann mal, wenn dann Politikwechsel ist, kommen ja erstmal die ganzen Baustellen. Und diejenigen, die das eigentlich dann ändern wollen, sind dann, also das führt dazu, dass man noch schlechter mit der Bahn vorankommt, weil diese Änderungen stattfinden müssen, ja. So, und das führt dann dazu, dass die Leute, ey, was habt ihr denn irgendwie für eine blöde Politik gemacht? Und dann kommt am Ende wieder die Konservativen, die irgendwie nichts gemacht haben. Und die profitieren davon, dass die anderen irgendwie diesen Modernisierungsstau auflösen mussten und das natürlich total viel Verwerfung gegeben hat. Und dann kommen die wieder dran und können dann wieder ganz lange regieren und wieder nichts machen. So, und das, muss ich sagen, ist auch sehr komplex, aber sehr schwer zu erklären. Aber das ist etwas, was wir eigentlich immer wieder erleben. Also ich bin wirklich keine Freundin von Schröder, aber er hat damals zu der Zeit unter Rot-Grün hat er ganz viel aufgeräumt, was wirtschaftlich da niederlag. Wir hatten ja eine Riesenkrise und ist eigentlich dann durch dieses Aufräumen dann auch mit seiner Agenda dann am Ende sozusagen als Partei sozusagen auch von einem hohen Niveau runter, musste er runter, weil er bereit war, das gesellschaftspolitisch zu machen, was notwendig war. Mhm. So, davon hat am Ende die CDU wieder profitiert. So, und das sind einfach so komplexe Fragestellung, dass es ganz schwer ist, das den Wählern wirklich zu vermitteln, weil sie einfach auch immer, wie wir das bei der Klimakrise ja auch erleben, immer so kurzfristig denken. Ja. Dieses längerfristige, wie hängt das dann zusammen, dieses komplexere, das ist sehr schwer zu vermitteln. Mir hat mal einer in der Bahn, diskutiere ich auch mal gerne, das ist auch ein Vorteil von der Bahn, ja, dass man dann irgendwo sitzt und dann reden kann. Und er hat gesagt, wissen Sie was, das ist ja alles kompliziert, was Sie erzählen. Wenn wir uns beide in London in den Hyde Park stellen und ich sage, man braucht nichts zu ändern, und Sie fangen da an mit Ihrem komplexen Kram, wissen Sie, wer zu uns, mir kommt und wer zu Ihnen kommt. Und das ist genau so, das, was am Ende ja der Vorteil der Populisten ist. Ja? Dass sie das auf ganz einfach bringen können, das entspricht nicht der Realität, aber entspricht dem Gemüt.